Big data will have a profound effect on society in the future. Our everyday life will be increasingly accompanied and influenced by computing and communication devices. These devices are integrated in large networks and produce enormous amounts of data. Novel solutions are needed to be able to deal with these enormous volumes of data in the future. In addition, questions are being raised regarding privacy and ownership of data. This results in highly relevant research questions. NRP 75 contains a portfolio of 35 unique and very different projects. These projects all have specific goals for concrete outputs. So for example, one project aims to provide technology that allows machines to understand and learn speech, which means that in the future we may be able to have intelligent conversations with machines. Bonjour, je suis Pierre-André Mudry de la HSSO Valais. Et dans ce projet qu'on développe avec le professeur Kaplan de l'EPFL, l'objectif est de créer un prototype d'un véhicule capable de scanner la ville en trois dimensions. L'objectif, c'est de pouvoir obtenir à la fin un modèle tridimensionnel sous forme de points de la ville de Sion pour pouvoir se balader à l'intérieur de celle-ci dans le temps et dans l'espace. I'm Lydia Chen from IBM Research. I'm going to present the project about approximate analytics and processing platform. The project objective is to make today's data center IoT system more secure and reliable through the power of big data. What we see is that in the big data there are so much, but the catch here is you no longer need to solve all of the data, but only use a subset of good ones. To do this trick, you need to leverage a special structure in the data that is their special and temporal dependencies. Mein Name ist Oliver Bachem, ich bin in der Learning Adaptive Systems Group von Professor Kause an der ETH an diesem Projekt beteiligt. Das Projekt heißt Scaling Up by Scaling Down. Es geht darum, riesige Datensätze in kleinere Datensätze zu verwandeln, ohne dass man dabei Informationen verliert. Das Ziel unseres Projektes ist es, sicherzustellen, dass wir die immer größer werdenden Datenmengen verarbeiten können, ohne dass wir sie speichern müssen. Und zweitens, dass wir das so machen können, dass die Privatsphäre derjenigen Leute gewahrt wird, die die Daten beigetragen haben. Zu guter Letzt möchten wir noch sicherstellen, dass auch Experten und Nicht-Informatiker diese Daten verarbeiten können. Wir versuchen herauszufinden, wie sich der soziologische, methodische Werkzeugkasten erweitern lassen kann. Und wir tun dies, indem wir uns drei Felder anschauen: Datenwissenschaften, Datenjournalismus und den aktuellen Stand der Methodenausbildung in der Soziologie. My project is about the optimization of the deployment of big data applications on infrastructures that are of large scale but also hybrid, which means that they can combine a large heterogeneous private cluster with cloud computing resources as well as sources from crowd computing. And our focus will be applications from high energy physics as well as applications from bioinformatics. Also in unserem Projekt geht es darum, herauszufinden, wie Big Data auf das Vertrauen der Mitarbeiter in den Arbeitgeber wirkt. Das mal ganz grundsätzlich. Am Ende geht es um Managementstrategien, wie man positive Effekte fördern kann, hinderliche Effekte oder Trust Killer minimieren kann. Und das Charmante ist, wir haben die Ethiker dabei, wir haben die Juristen dabei und wir haben uns als HRler, als Personalwirtschaftler dabei. Und das wird, glaube ich, eine ganz, ganz runde Sache. Also das Projekt wird dazu dienen, dass wir unsere klinischen Entscheidungen besser auf Daten gestützt fällen können. Also wir möchten die Therapie verbessern und wir möchten auch neue wissenschaftliche Evidenz gewinnen, um pathophysiologische Krankheitsvorgänge besser verstehen zu können. The thing is that when we have this big amount of data, we can use it to infer the relationship between genes. But the current computational methods that we are using, they are too expensive. We would like to use machine learning and take advantages of the big data that we have to infer the information that we want in genomics. Auf der technischen Seite geht es darum, diese Daten zu verwenden, unsere Modelle, also das Modell besteht aus Teilmodellen, diese Teilmodelle zu verbessern und schneller zu machen, also schneller verfügbar zu machen. Das ist also der technische Teil. Und der Anwendungsteil, an dem wir das dann vorführen, ist, wir werden versuchen, Mobility Pricing in der Schweiz zu simulieren und deren Wirkungen auf die verschiedenen Agenten, auf die verschiedenen Personen in der Schweiz zu untersuchen.
In diesem Projekt geht es darum, wie man auf geeignete Art und Weise Hochdurchsatzsensordaten von Satelliten oder Radarstationen zusammenbringen kann mit Einzelbeobachtungen, die daher kommen, dass Leute ins Feld hinausgehen und bestimmte Phänomene beobachten. Das ist so die große Klammer dieses Projektes. So the Swiss swine industry is very unique compared to swine industries in other parts of the world. It has many, many, many small independent producers who have just recently started producing data. This data is never, nobody's ever done anything with this data. So we will bring that data together and try to develop tools to create information from this data that we can use to improve the health of pigs in Switzerland. NRP 75 Big Data supports 35 research projects. 14 different Swiss universities, as well as additional partners, are working on these projects. NRP 75 will provide results on data analysis, data management, and data security. Researchers will also explore the societal and regulatory challenges of big data. Further research will include concrete applications of big data, for example, in the areas of transportation, medicine, genetics, or crisis management. The total funding of NRP 75 is 25 million francs. The duration of the research is 5 years.